So, Gasalarm, ja. Maske ist gleich oben. Ah, wir haben ihn aber noch bekommen. Okay, direkt wieder am Rhein spawnen. Ah, hier unsere Haubitzen, teilweise kaputt. Ah, Gas ist natürlich blöd immer. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber gut, damit müssen wir leben. Wir spawnen wieder hier hinten. Werden dann hier wieder auf diese rechte Flanke geworfen. Die linke wäre mir lieber. Weil wir haben hier auf der rechten Seite genug Truppen gerade. Ich muss hier doch irgendwie in den Graben rein. Oh, Stacheldraht. Oh, Scheiße. Wenn ich es richtig sehe, ist hier gar kein Gas mehr. Okay, es ist gerade relativ ruhig. Da können wir ganz kurz nachladen. Oh. Dann versuchen wir wieder hier diese Stellung zu halten. Und erstmal nachladen. Ganz kurz. Okay, der ist doch gesichert, wenn da schon unsere Leute reinkommen. Da ist niemand. Hier fallen Leute auf dieser Flanke. Das heißt, ich vermute, dass hier gleich Feinde sind. Okay. Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott, was? What the fuck schlägt hier gerade ein? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind einmal. Was von wo? Das ist einer von unseren Leuten. Das ist. Haben wir schon bekämpft. Das kann uns dann nicht mehr gefährlich werden, wenn es schon bekämpft wurde. Was hat er gerade auf. Von hinten auf uns geschossen. So, Ausgangsposition. Ausgangsposition ist stabil. Bis zu dem Punkt. Okay, das war aber ein guter Trench Run. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war solide. Da reinzugehen. Einfach mit dem Bajonett oder dem Gewehr alles niederzustrecken. Haben wir hier diese rechte Flanke des Bunkers, des Trenches ein bisschen gesichert. Jetzt wird die andere Seite des Trenches erstmal. Wichtig zu sichern. Oh mein Gott! Okay, das war okay. Ich muss nachladen. Möchtet ihr vielleicht vorgehen? Der ist tot, oder? Oh! Da habe ich veraimt wegen den Rückstoß. Wenn neben einem eine Kugel fliegt, dann hat man ein bisschen diesen Schockmoment, diesen Angstmoment und dadurch verzieht man auch. Oh, der Sergeant Bacon ist tatsächlich ein schottischer Soldat. Also habe ich wirklich jemanden unter dem Rock aus Versehen geguckt. Oh Mann. Will hier einfach an der Front spawnen. Lass mich in den Graben, danke. Kann doch nicht so schwer sein, jetzt hier diese linke Flanke mal hier eben zu sichern.
ich hab doch geknifft. Na gut. Die linke Seite kriegen wir ohne Granaten oder Mörser, glaube ich. Also Artillerie oder Mörser nicht down. Oh ja, hier oben ist immer geil zu verteidigen, wenn die denn... Genau, Mörser. Hier mit einem MG, alles nach unten. Easy. Ah, da ist ein... Die schießen da auf uns immer schon ein bisschen, so die Bäume in der Line of Sight haben. Immer diese Bäume als Deckung nutzen, wenn du übers offene Feld läufst. Au. Oh. Na ja, gut, das hat Arschi down gut gemacht. Denke ich auch mal ein Bot. Mittlerweile wird der Server aber auf jeden Fall voller. Ich sehe ein bisschen mehr Spieler. Klar. Langsam werden wir echt heftig zurückgedrängt. Ah, zeitlich passt das, glaube ich, nicht mehr, dass ich die Runde zu Ende spiele. Ich müsste gleich bei meinem nächsten Tod wahrscheinlich die Runde mal abbrechen. Oder muss ich mal gucken, ob es zeitlich doch noch passt. Oh mein Gott, nein. Also etwas mehr Zeit habe ich doch noch. Also ich muss jetzt nicht sofort sterben. Obwohl, es sind noch 5 Minuten. Perfekt. Ah, den anderen. Anderes. Okay, durchladen. Ja, hier von der Seite. Runter. Zu lange da oben mag ich auch nicht. Ich muss nachladen. Können wir aber nicht in Ruhe, würde ich gerade sagen. Da waren zu viele britische Truppen. Darauf habe ich nicht geachtet. Na gut. Hier oben wieder rein und go. Oh. Ja, das war dumm von mir. Ich weiß auch gar nicht, was ich da versucht habe. Graben halt und dann Gas. Hartgesottener Verteidiger. Okay, danke. Okay. Komm doch wieder. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob hinter mir noch was war oder wer mich gerade angeguckt hat. Oh Mann, war das gerade. Deswegen, ich mag Gas nicht. Und da ist die Person down, wo ich hin wollte. Heute habe ich echt nur auf der Seite der Verlierer gespielt. Ich glaube, ich habe noch keine Runde gewonnen. Naja. Ist halt so. In der morgigen Aufnahmesession dann. Okay. Ah, ich treffe nicht und wurde dann gekreuzfeuert. What the fuck. Morgen mal ein bisschen MG oder vielleicht Sniper-Gameplay, müssen wir mal gucken. Gibt es so ein paar Waffen, die ich noch möchte? Ich habe ja schon viel voraufgenommen, aber ich habe manche Waffen in dem Spiel eigentlich so gut wie noch gar nicht gespielt und deswegen würde ich die auf jeden Fall auch nochmal spielen. Eine Kombination zwischen Live-Aufnahme und nachkommentiert wird das. Die Live-Gameplays werden halt länger als die nachkommentierten, aber
Ist verkraftbar. Das gleiche wird auch mit Tannenberg passieren. Und dann halt nur Live-Aufnahmen werden dann entstehen bei, ich glaube, dem neuen, ich weiß leider nicht, wie das heißt, der neue Teil, der an der italienischen Front. Da werde ich reine Live-Gameplays machen. Welche Fronten haben wir? Wir haben jetzt die Ostfront, die Westfront, dann haben wir die. Jetzt kriegen wir die italienische Front. Eigentlich fehlt dann jetzt ja nur noch die Front in der Türkei da. Also Wüste und Türkei-Gegend hier. Vom Osmanischen Reich. Dann hätten die ja alle Fronten sozusagen. Oh mein Gott. Das war gerade etwas übertrieben. Zu viele Truppen auf einmal. Gut, gut. Das war der letzte Spawn. Nochmal rentiert sich, glaube ich, kaum noch. Also einmal hier runter. Okay, ja. An euch fliegen auch die Schüsse einfach so knapp vorbei. Okay. Oh Gott, ich dachte, der wäre schon erledigt.